Ja, hallo mal wieder. Es ist endlich wieder soweit, nachdem ich total verpennt habe, zu der normalen Brand News Box ein Video zu drehen. Mache ich jetzt einfach mal eine zu der, die ich jetzt am Wochenende bekommen habe. Und zwar war das endlich das Thema Italien. Da hatte ich ja schon drüber berichtet. Da sind Sachen drin, die mit Italien zu tun haben. Italienische Lebensmittel halt. Ich hatte ja schon mal eine bekommen letztes Jahr, da war ich total begeistert von und das stand für mich, als die Werbung für die aktuelle kam, eigentlich sofort fest, die muss ich haben. Wie immer ist so eine Karte dabei, wo alle Sachen, die da drin sind, mit draufstehen. Das ist eine ganze Menge. Und diesmal war sogar eine Zeitschrift dabei, La Cucina Italiana. Das sind also tatsächlich Rezepte drin aus Italien. Also in dieser Zeitschrift sind sogar Tipps, sag ich mal, wie man verschiedene gefüllte Nudeln in Italien macht. Ich gucke mal gerade, ob ich die Seite auf die Schnelle finde. Also ich meine, Ravioli und sowas kennt ihr natürlich, aber jede Region in Italien hat anscheinend so ihre eigene Version, wie rolle ich Nudeln auf. Zum Beispiel in Sardinien oder in der Lombardei oder so. Also da kann man alles sich genau angucken und die Nudeln dann versuchen selber zu machen. Finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Mit Nudeln möchte ich auch direkt loslegen. Da war diesmal ein Paket enthalten. Ein Karton, genau zu sein, mit 500 Gramm. Mein Italienisch ist nicht so besonders. Entschuldigt bitte, falls ein italienisch sprechender Mensch das hier sieht. Casarecchi oder so, ich weiß es nicht. Ich kann kein Italienisch. Auf jeden Fall sehen die ganz interessant aus. Es sind so ein bisschen so gedrehte Nudeln. Und wie gesagt, 500 Gramm. Die sollen mit Bronzeform gemacht worden sein, wie das ja momentan sowieso total modern ist. Ich lese am besten einfach mal den Text vor, wenn ich ihn finde. Genau. Die gedrehten Nudeln, die traditionell aus dem Süden Italiens stammen, nehmen mit ihrer S-förmigen Gestalt und der rauen Oberfläche jede köstliche Soße gehaltvoll auf. Die Casarecche, italienisch für hausgemacht, werden durch Bronzeform geprägt und sind vorzügliche Geschmacksträger für perfekt italienischen Pastagenuss. So, ich muss mich mal kurz entschuldigen. Ich mache mal gerade einen Schnitt. Mein Kater versucht aus dem gekippten Fenster zu entflüchten. Moment. So, ich habe das Fenster mal lieber zugemacht. Normalerweise habe ich eine Jalousie davor, aber fürs Licht habe ich den mal hochgemacht. Und das ist natürlich für Katzen total spannend, wenn draußen im Garten die Vögelchen sind. Okay, machen wir weiter. Wo Nudeln, da auch Nudelsoße. Und zwar habe ich hier, ich glaube, das ist sogar die gleiche Firma wie die Nudeln. Sacla, Italia. Pesto Gorgonzola, rote Zwiebeln. Schauen wir mal. Ich bin ein großer Käsefan von mildem Käse. Ich esse auch Camembert und sowas, aber Gorgonzola gehört zu den Schimmelkäsesorten, die ich jetzt nicht so berauschend finde. Allerdings, wie gesagt, mit den roten Zwiebeln und ich glaube, Tomate ist auch noch mit drin. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken, wie stark der Gorgonzola da jetzt durchkommt. Vielleicht schmeckt das ja sogar ganz gut. Auf der Karte steht dazu: Pesto, Gorgonzola und rote Zwiebeln ist die gelungene Rezepturkreation einer reichhaltigen und vollmundigen Soße aus sonnengereiften Tomaten, milden roten Zwiebeln und Gorgonzola-Käse. Gut. Ah ja, da kosten diese 190 Gramm übrigens 2,49 €. Interessanter hoher Preis, aber gut. Die Nudeln kosten übrigens 1,49 € für 100 Gramm, noch so nebenher, das hatte ich gerade vergessen. Gibt es seit Dezember und September 2012 zu kaufen. Dann habe ich außerdem wieder was Tomatiges: Oro di Parma, Tomaten passata rustica, sprich Tomatenquetsche. Tomaten mag im Grunde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also Tomaten mag ist nicht so dieses Feste, was man in der Dose aus der Tube hat, sondern ein bisschen fester, flüssiger. Die traditionell italienische Passata rustica wird grob passiert und bewahrt das einzigartige fruchtige Aroma der unter der Sonne Italiens gereiften. Nein, unter der Sonne Italiens in der Region Parma gereiften Tomaten. Darauf legen die jetzt ganz großen Wert, dass es aus Parma kommt. Mit Sorgfalt geerntet und verarbeitet ist die Passata ideal für traditionelle italienische Tomatensoßen.
1,19 für 400 Gramm. Ich habe noch nicht probiert, aber Leute, ich sag euch, wenn ihr irgendwas kauft, Tomatensoße, Pizzatomaten, Tomatenmark, ich schwöre inzwischen auf Oro di Parma. Ja, Oro di Parma heißen sie, so, ja. Das hat angefangen bei der ersten Italien-Box. Da war eine Dose Pizzatomaten drin oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, weil wir das eigentlich nur noch kaufen. Ich habe den Überblick verloren, was zuerst da war. Es schmeckt einfach wirklich fantastisch. Es schmeckt richtig tomatig, nicht künstlich. Ich sollte Werbefigur für Oro di Parma werden, weil ich finde das total toll einfach nur. Super lecker, also ganz ehrlich. Okay, genug der Lobhudelei. Es geht weiter mit San Pellegrino. Da war auch in der letzten Italien-Box zwei Dosen sogar drin. Einmal mit Orange und einmal mit Zitrone. Sehr lecker. San Pellegrino kennt ihr vielleicht vom Italiener. Das Mineralwasser, das ist auch schon sehr lecker. Aber die haben jetzt halt in den Dosen so, ja, Limo kann man nicht sagen. Aber da ist halt der Fruchtsaft mit drin, sodass es ein bisschen frischer schmeckt. Man hat so ein bisschen Geschmack halt im Wasser. Super lecker, wie gesagt. Fruchtig, herb und bittersüß. So schmeckt die neue Sorte aus dem Hause San Pellegrino. Die erfrischende italienische Grapefruit-Limonade mit 16% Fruchtanteil steht für spritzig italienisches Lebensgefühl und den Geschmack des Sommers. Eiskalt genießen, das mache ich auch nachher. Das ist übrigens die Sorte Pompelmo. Ich glaube, die meinen damit Pomelo. Vielleicht ist das einfach die italienische Bezeichnung dafür. Wie gesagt, ich kann kein Italienisch. Aber mit Grapefruits und so, das passt ganz gut, denn Pomelo ist, glaube ich, die Ur-Grapefruit oder so. Pomelo esse ich sowieso sehr gerne. Grapefruit kommt drauf an, aber ich denke, es wird mir schmecken. Dann machen wir gerade einen Schwenk zu weiteren Süßigkeiten. Lorca. Ja, auf jeden Fall so Waffelriegel mit Schokolade und Haselnuss von Lorca. Das kommt aus Südtirol, wenn ich das richtig habe. Sowas geht bei mir immer, das ist schon mal ganz toll. Ich räume mal gerade ein bisschen weg, sonst komme ich nur durcheinander. Das hatten wir auch. So, was steht denn auf der Karte? Wo haben wir es? Da. Ofenfrische Waffeln mit einer Füllung aus Schokocreme und frisch gerösteten Haselnussstückchen. Überzogen mit Milchschokolade sorgen für knusprig leichten Genuss in Konditorqualität. Ausgezeichnet mit dem Sapore dell'anno 2013, Geschmack des Jahres 2013, gibt es seit April 2012 und kosten für 4 Stück 1,99 €. Lorca habe ich schon mal das öfter mit einem Rewe gesehen, bin da immer vorbeigelaufen, so nach dem Motto, ja gut, Waffelriegel mit Schoko, kriegst du auch aus Deutschland. Ich werde sie mal probieren, vielleicht sind sie ja so besonders lecker, dass ich da demnächst mal welche von mitnehme, wenn ich im Rewe war. Schauen wir mal. Dann noch was zu essen. Risotto von Gallo. Hatten wir schon mal eins. Das ist jetzt irgendwie sowas. Entweder kann man das im Beutel fertig machen. Dann tut man da einfach das Wasser mit rein. Tut es in die Mikrowelle. Rührt es durch und es ist fertig. Oder aber man macht das in eine Pfanne mit Wasser dazu. Umrühren, köcheln lassen. Auch fertig. Ich war erst ein bisschen erschrocken. Quattro formaggi ist meistens... Ist meistens im Italienischen auch irgendwie so mit Gorgonzola und so. Aber ich habe gelesen, ich glaube es war sogar auf der Karte selber, ich lese es einfach mal vor. Die schnellste und einfachste Art, um ein köstliches italienisches Risotto-Gericht zuzubereiten. Mit cremiger Konsistenz und zugleich al dente. Ruckzuck in 3 Minuten in der Mikrowelle. Cheddar, Emmentaler, Mozzarella und Pecorino machen das Risotto zu einem original italienischen Genuss. Jetzt neu mit verbesserter Rezeptur. Wie gesagt, ich hatte das schon mal mit Gemüse, glaube ich, in der letzten Box für Italien. Und das ist jetzt wohl relaunched worden mit der neuen Rezeptur halt für 2,69 € für 250 Gramm. Also ich finde schon... Ich denke mal, wenn man hier so eine Tüte sich irgendwie zur Arbeit mitnimmt oder so, dann ist man nachher wahrscheinlich auch ziemlich pappensatt. Das ist ja
das ist ja nur so die Rohmasse, sag ich mal. Wenn man da noch Wasser mit rein tut, so ist es ja noch ein bisschen mehr. Finde ich also für eine im Grunde komplette Mahlzeit völlig in Ordnung. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die man nicht direkt verzehrt. Das ist eigentlich schon, aber nur so halb. Ich weiß, ich rede mit der Blödsinn. Egal. Hier haben wir ein Balsamico. Erstmal nichts Besonderes, aber dieser Balsamico ist in einer Sprühflasche. Also ist nichts irgendwie, kippt mich aus. Ich hatte das bei dem Balsamico, den ich bis jetzt hatte. Ich habe ständig meine Sachen in Essig ersäuft. Jetzt könnte das mit dem Sprühkopf also ein bisschen praktischer werden. Wenn ich jetzt irgendwie einen Salat anmachen will oder so, das ist dann ein bisschen einfach zu dosieren. Der Aceto Balsamico de Modena hat eine fein abgestimmte süßsaure Note und schmeckt harmonisch rund und vollmundig würzig. Ein hoher Prozentsatz an langsam eingekochten Traubenmost und der Reifungsprozess im Holzfass zeichnen dieses Qualitätsprodukt aus. Praktisch in der Sprühflasche. Ist am August 2012 gelauncht worden. 3,99 für eine 250 ml Flasche. Ich muss sagen, ich habe nicht so den großen Plan, was Balsamico generell so kostet, weil ich bis jetzt immer nur welchen aus der Brand News Box hatte. Ich habe noch nie welchen so gekauft. Aber ich denke, es ist okay. Durch den Sprühkopf hält das wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Und das Zeug wird ja auch nicht schlecht, ne? Also ich denke schon, kann man gut mit leben. Und wo wir schon bei Essig in der Sprühflasche sind, ja, ihr ahnt es schon, es gibt auch Öl aus der Sprühflasche, in diesem Fall von Bertoli. Und zwar ist das ein Spray, damit soll man seine Bratpfannen und sowas einfetten können oder meinetwegen auch die Backform oder so. So schön dünne Haut an Öl über das entsprechende Gefäß und dann kann es losgehen, ohne dass was anbrät. So ist der Gedanke, denke ich mal. Was steht denn hier noch Schönes? Da. Das geschmacksneutrale und hitzestabile Olivenöl für die heiße Küche gibt es jetzt auch als praktisches Spray. Mit der Sprühfunktion lässt sich das gesunde Olivenöl exakt dosieren und fein verteilt aufbringen. Für eine saubere Dosierung bis zum letzten Tropfen. 3,49 für 200 ml gibt es jetzt seit Mai. Also ein sehr, sehr aktuelles Produkt, das finde ich schon mal super. Ich habe die Box ja bestellt, um neue Sachen kennenzulernen. Ob das jetzt tatsächlich bis zum letzten Tropfen geleert werden kann, diese wunderschöne Flasche, erinnert mich so ein bisschen an eine Deo-Flasche. Also es ist auch so eine Anflasche mit so einem mattierten Aufdruck, sage ich mal. Also von der Form finde ich auch so ein bisschen wie diese Balea-Flaschen, ne? Kennt ihr die? Diese Balea-Deos, die sehen fast genauso aus, nur der Sprühkopf ist ein bisschen anders. Aber gut, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ich versuche ja sowieso ein bisschen Öl zu reduzieren aus jetzt im Video nicht ganz sichtbaren Gründen, aber ich habe meine Gründe. Und dieses Spray, also hier steht drauf 2 ml pro Zerstäubung. Das, wenn ich das gut verteilt, reicht das natürlich völlig aus, um ein Stück Hühnerfilet anzubraten. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren und ja. Ja. Was kann man dazu noch sagen? Ich finde die Box mal wieder ganz toll. Super Produkte, die mir alle eigentlich zusagen. Sehr gespannt bin ich nun mal auf das Pesto. War es ein Pesto? Ja, es war ein Pesto mit dem Gorgonzola. Wie gesagt, Gorgonzola mag ich nicht so. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Vielleicht ist der Gorgonzola ja nicht so übermächtig. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zeitschrift auch mal zwischendurch ein bisschen verwendet wird. Wahrscheinlich muss ich die Sachen da für mich alleine kochen, denn ich habe schon beim Durchblättern gesehen, das ist fast alles mit Fisch und mein Mann, der mag keinen Fisch. Außer beim Chinesen im Backteig, aber kommt da drin halt nicht so vor. Gut, da ist auch Thunfisch mit drin, den werde ich dann wahrscheinlich eh irgendwie ersetzen, weil den mag ich auch nicht. Aber da ist auch Lachs drin und sowas und kann mir schon vorstellen, dass ich da mal irgendwas draus kochen werde und das kommt dann bestimmt auch zum Einsatz. Ja,
Danke für die Zusammenstellung, liebes Brand News Team. Ich fand die Box wieder klasse. Ich freue mich schon auf die nächste Sonderbox und natürlich auch auf die normalen. Ich habe die letzte sogar abgedreht, aber irgendwie ein bisschen verpeilt, das Ganze zu bearbeiten und hochzuladen. Und jetzt ist mein Laptop über den Jordan gegangen, wo es drauf war. Sprich, es ist alles weg. Aber ich hoffe, dass ich demnächst wieder ein bisschen Zeit für sowas finde. Auf jeden Fall sage ich euch mal vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr mein Gelaber euch wieder angetan habt. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!